bis Luke Skywalker zu mir bringen. Kannst du meine Umgebung sehen? Du wirst für deine Taten bezahlen. Ich kann deine nicht sehen. Zu spät. Du hast verloren. Ich habe Skywalker gefunden. Hat er gesagt, was passiert ist? In der Nacht, als ich seinen Tempel zerstörte. Er spürte meine Stärke. So wie er deine spürt. Er fürchtet es. Du bist nicht allein. Genauso wenig wie du. Ist es wahr? Habt ihr Kylo Ren erschaffen? Verlass diese Insel! Sofort! Oh. Muss ich gegen Luke kämpfen? Habt ihr es getan? Hör auf damit! Luke, ich muss es wissen. Sag mir die Wahrheit. Ich wollte ihn ausbilden, meine Stärken an ihn weitergeben. Snoke hatte sein Herz bereits bekehrt. Und er wandte sich gegen mich. Ben, nein! Wenn ich zu ihm gehe, wird Ben Solo sich bekehren lassen. Rey, tu das nicht. Dann ist er unsere letzte Hoffnung. Ich vernichte das alles hier. Ben Solo verloren du hast. Rey verlieren dürfen wir nicht. Genau. Ich muss mit Ben reden. Ich weiß, es ist noch Gutes in ihm. Ich weiß, Chewie. Aber ich muss es versuchen. Gesoffen oder was? Ich hab ihn verloren. Wo ist der scheiß Komet? Weltraum über Entalte da. Gottes Willen. Okay. Weltraum über Crate. Da waren wir. Natürlich. Nach Dülemont. Oh, noch so ein Ding. Ah ne, das ist eine normale Mission. Da waren wir. Gar nicht, wie weit wir in der Story schon sind. Du musst das nicht tun. Ich spüre den Konflikt in dir.
Er zerreißt dich förmlich. Mein Gewissen ist rein. Nein, es schmerzt noch. Ich spüre es. Es schmerzt noch. Mein Lord. Lasst mich die Tür für euch öffnen, mein Lord. Ist das deine übliche Aufmachung? Wir treffen den obersten Anführer. Ich habe mich angemessen gekleidet. Aber durch die Macht zu kommunizieren erfordert, kein Hemd zu tragen? Also, das hatte mich halt kalt erwischt. Genug jetzt. Der oberste Anführer erwartet uns. Ja. Ich wette, er ein. Und ich sehe gerade, wir müssen zerstören. Aber der hat einen Bewegungsablauf wie ein freilaufender Kühlschrank. Was machen wir hier? Ist das? Unangemeldete Hygienekontrolle. Du erledigst also die ganzen wichtigen Aufgaben hier. Ja, kann man so sagen. Dann gehen wir mal aus der Sonne. Passiert ja auch nichts. So. Geht natürlich wieder nicht, ganz klar. Also sagt er? Ja, so klein und schon bei den Sturmtruppen, aber dafür... Oh, Kylo, Sir, komm. Hä? Den verstehe ich nicht. Ja, das kann sich nur um Stunden handeln hier. Aber wie gesagt, wenn man erstmal das erste überwunden hat, dann geht das ja mega schnell. Ich hab dir eben schon gesagt, dann gehen wir aus der Sonne. Das ist mein Laden hier, ne? Ich darf das übrigens alles. Können wir sie nicht einfach in die Luft springen oder so? Ich verstehe es nicht. Steht die schon wieder weg. Viel kaputt zu machen jetzt. Ist das eine Abkürzung? Ich kann auch allein zu Snow gehen, wenn du noch was zu erleben. Ich hab sie tot getötet. Ey, steht auch immer im Weg jetzt. Okay. Ich krieg auch wieder nicht. Wohl doch da. Okay. Momentchen mal. Wir müssen erstmal so.
jetzt? Diese Kamera manchmal. Ray. Nerv mich nicht, junge Frau. Geht doch. Das war's. Endlich. Jo, schleichen wir mal weiter. Grau haben wir fast. Und wieder stand sie im Weg. Warum funktioniert es mit der Einwanderung? Großartiges Schlachtschiff. Schlechte Verkabelung. Von einem Java verkabelt. Wir besitzen nicht alle die Macht, Kumpel. Hast du keinen Respekt für echtes Handwerk? Ach ja. Genehmigungsschein, bitte. Schnauze. Mein Lord! Ich bitte um Verzeihung. Ich wollte gerade sagen. Bitte nicht die Konsole zerstören. Ben, als wir uns an den Händen fassten, sah ich deine Zukunft. Nun. Gott, bevor sie so wieder Blödsinn redet, bringen wir sie mal zum Schweigen. Dauert heute aber lange, du. Inkompetentes Wartungspersonal. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen das reparieren lassen. Schließ dich mir an und wir reparieren es. Ich weiß, was du da versuchst. Schließ du dich doch mir an und wir reparieren es. Können wir es nicht zusammen reparieren? Klar. Aber du wirst dich mir anschließen. Ich hab's gesehen.
Sieht so aus, als ob Kylo das Mädchen endlich erwischt hat. Ich hoffe nur, dass sie nicht wieder entkommt. Kylo würde ausflippen. Ja, der Junge haut mit seinem Lichtschwert alles kurz und klein, wenn er sich nur den Zeh anstrengt. Ja. Gott sei Dank. Das dauert aber lange hier heute. Das ist doof. Das habe ich jetzt nicht. Mir nichts gebracht. Du wartest, das ist schön. Ich hätte gedacht, das muss da rein. Warum muss es gar nicht? Warum habe ich das denn da rausgenommen? Ah, doch. Hey, wie soll ich dieses Öl im Dunkeln erhitzen? Jetzt verstehe ich. Feuer! Du kannst dem obersten Anführer erklären, warum du unsere Küche zerstört hast. Ach, das war meine Schuld. So, das, was das Wartungspersonal nicht kann, machen wir dann selbst. Schätzt Skywalker und Ben Solo. Aha. Und mich. Du besitzt das Temperament eines wahren Jedi. Mein würdiger Schüler, Sohn der Dunkelheit, rechtmäßiger Erbe des Lord Vader, erfülle dein Schicksal. Ich weiß, was ich zu tun habe. Prätorianergarde. Ray, alles in Ordnung. Erstmal schon.
Halten wir das Spiel aus. Keine Sorgen. Ja. Ihr dürft alle Helm tragen. Also, Ray, mach dich bereit. Ich würde gerne mal gucken, hier ist noch was zum... Achso, das ist nur so einer. Egal, nehmen wir mit, ne? Die Drohne kaputt machen? Nö. Noch schwer aus, da wird man dem nicht fliegen. Meine Güte. Ich habe mich hier ganz schön in die Bredouille gebracht. Ich glaube, ich habe mich reingestoßen, ne? Die Flotte! Wir können die Flotte immer noch retten! Ray! Verbünde dich mit mir. Wir können gemeinsam herrschen und der Galaxis eine neue Ordnung bringen. Tu das nicht, Ben. Komm mit mir. Finn, Holdo macht die Transporter startbereit. Sie hat vor, den Kreuzer zu verlassen. Habt ihr den Meistercode-Knacker gefunden? Na, wir haben einen Code-Knacker gefunden. Du kriegst das noch hin, oder?
Wir tarnen unseren Anflug, dann sind wir nicht auf ihren Schirmen.